Leute, ich arbeite gerade an einem ziemlich nicen neuen Format und wenn das so wird, wie ich es mir vorstelle, wird das ziemlich cool. Wird ein Video zu Dragon Ball Super und mehr möchte ich noch gar nicht verraten, aber egal. Ich brauchte auf jeden Fall irgendwas, was ich jetzt zwischenschiebe, weil das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil ich muss dafür diesen ganzen Manga durchlesen und es macht manchmal nicht so viel Spaß, aber auf jeden Fall dachte ich mir, was kann ich euch denn zwischenschieben? Und dann habe ich auf Instagram gefragt, hey, gib mir mal ein paar Ideen, was wollt ihr so hören auf dem Sponti-Video, das gar nicht so viel krass gecuttet ist, etc. Einfach, was wollt ihr hören? Und Platz 1 war Top 10 Anime-Füße, wo ich mir dachte, okay. Und Platz 2 war, hey, welche Manga möchtest du dieses Jahr lesen? Das müssen keine sein, die dieses Jahr rausgekommen sind, sondern einfach, was möchtest du dieses Jahr lesen? Ich habe schon bei ein paar YouTube-Kollegen gesehen, dass sie was Ähnliches gemacht haben. Und da dachte ich mir, hey, ist ja sinnvoll. Ich habe im Podcast mal drüber geredet, aber ich habe jetzt ein paar ausgebreitet und ich erkläre euch jetzt, was ich dieses Jahr lesen möchte. Im Vorfeld sei gesagt, letztes Jahr habe ich 72, laut Anilist, 72 Manga-Reihen gelesen. Nicht Manga, sondern Manga-Reihen. Das heißt, es waren längere Reihen dabei wie Vagabond, aber es waren natürlich auch One-Shots wie Amazon in einem Band beendet. Es war sehr viel. Es war sehr viel Input und mir ist aufgefallen, dass ich zu jedem dieser Manga vielleicht mal ein Video gemacht habe oder teilweise auch gar kein Video. Zum Beispiel Takubi habe ich letztes Jahr gelesen, habe ich nie ein Video zu gemacht oder Neon Genesis Evangelion. Aber ich habe halt nie ausführlich über diese reingeredet. Ich habe immer ein Video gemacht, aber beispielsweise Super Serk hätte ich 6 Videos machen können. Vagabond, wisst ihr? Und weil das alles zu kurz gekommen ist, habe ich mich dieses Jahr ein bisschen limitiert. Ich möchte eigentlich sehr wenig reinlesen. Generell möchte ich weniger Manga lesen dieses Jahr, mehr aus meiner Sammlung schmeißen. Die Neuheiten hole ich mir natürlich trotzdem immer oder wenn irgendeine coole Lizenz kommt, werde ich trotzdem reinschauen. Homunculus wird sich weitergeholt, etc. Aber ich möchte weniger Manga lesen und mehr über Manga reden, die ich letztes Jahr gelesen habe und dieses Jahr gelesen habe, weil ich möchte die Manga mehr processen, als sie nur zu lesen. Das finde ich irgendwie viel cooler. Ich kann über Dragon Ball beispielsweise 10 Videos machen, aber den Manga habe ich trotzdem nur einmal gelesen. Wisst ihr, das gleiche gilt für Vagabond, Berserk etc. Ich möchte also mehr themenbezogene Videos machen. Aber so viel sei dahingestellt. Hier sind die Reihen, die ich dieses Jahr noch lesen werde, die ich vorhabe zu lesen. Und das ist dann auch eigentlich schon alles. Vielleicht schiebt sich mal irgendeine neue Lizenz dazwischen. Wie gesagt, möchte ich gar nichts sagen. Aber wir fangen einfach direkt an. Das erste habe ich gerade schon gesagt, Dragon Ball Super. Ich bin gerade bei 11 im Moro-Arc. Muss ich für mein Video durchlesen, also werde ich diese Woche auch noch beenden. Ich kann jetzt schon mal verraten, ich will einfach gucken, ist es wirklich so schlecht, wie alle sagen. Ist es vielleicht gar nicht so scheiße, weil ich habe ja gerade Dragon Ball rereadet, zum zweiten Mal in meinem Leben, also Dragon Ball gelesen und den Anime habe ich auch 3-mal gesehen und möchte jetzt einfach mehr von Toriyama. Ich habe mir auch die ganzen Shorts geholt, habe die gelesen und jetzt halt super und ich möchte wissen, ist es wirklich so schlecht, weil ich kenne den Anime bis zum großen Turnier. Und dann habe ich immer mal wieder in den Manga reingeschaut, wenn mal ein besonderes Kapitel war, wo irgendein krasser Plot-Twist war. Aber ich habe den Manga nie am Stück wirklich gelesen. Dieser Frage widmen wir uns aber in einem Extra-Video, deswegen Dragon Ball Super wird von mir dieses Jahr als erstes weggelesen. So, dann wird es aber viel spannender. Ich bin gerade beispielsweise an Real dran. Real, da bin ich gerade, auf dem Kindle lese ich das halt, weil viele auch fragen, liest du noch auf dem Kindle? Früher hast du so viel drüber geredet. Ja, ich lese auf dem Kindle halt die Sachen, die ich so nicht kriege. Also, ja, ich lese immer noch auf dem Kindle. Real bin ich gerade bei Band 9. Das heißt, da fehlen mir noch 6 Bände. Und ich muss sagen, Real ist so ein Werk, das ist ja von Takiko Inoue, vom Vagabond-Autor. Es geht um Rollstuhlbasketball. Es ist ein Werk, das sich für mich sehr, sehr langsam liest. Es ist nicht wie Vagabond, wo ich so durchgeflogen bin. Es ist jetzt nicht so, dass der Lesefluss schwierig ist, aber es ist so, dass ich bei Real das Gefühl habe, mir mehr Zeit nehmen zu müssen. Also ich schaff's gar nicht. Vielleicht mal ein Band am Stück, aber eher so einen halben Band. Ich lese meistens so am Tag ein Kapitel, vielleicht 2. Ich weiß nicht, ob es bei dem Werk einfach anders ist, weil ich bei Vagabond so im Hype war. Bei Real habe ich aber das Gefühl, das braucht wirklich so die Zeit, dass ich ein Kapitel lese und dann muss ich das erstmal, muss ich ein bisschen überdenken. Vielleicht brauche ich mal ein paar Tage, dann lese ich das weiter. Aber Real wird dieses Jahr safe noch fertig gelesen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. So, dann die nächste offensichtliche Sache, die ich noch sage. Danach sind eigentlich nur Sachen, von denen ihr jetzt nichts wissen dürftet. Kingdom. Kingdom lesen wir nämlich im Peak-Podcast. Fast wöchentlich immer ein paar Kapitel. Gerade aktuell, wo ihr das seht, sind wir im dritten Arc und das wird dieses Jahr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es durchgelesen wird, ich habe es nicht ausgerechnet, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr immer mal wieder gelesen. Sehr, sehr guter Manga, leider nicht auf Deutsch verfügbar und auch nicht auf Englisch verfügbar, außer halt online, müsst ihr im Netz gucken, ich will dazu gar nicht so viel sagen. Die Version, die ich hier habe, ist eine spanische aus Gran Canaria, ist ein mega, mega Manga, man merkt richtig, dass da sehr viel Inspiration vom Berserk-Zeichenstil drin ist, von Miura. Die Gegner sind teilweise aus, obwohl es normale Menschen sind, wie Apostel aus Berserk oder dergleichen und das Worldbuilding ist hier mega, ist sehr interessant, aber auch sehr textlastig. Stellenweise. Also Kingdom, sehr, sehr spannend. Auf dem Weg in meine Top 10 könnte der marschieren oder vielleicht auch nicht. Ich bin ja erst bei Kapitel 80, 90. So, jetzt wird's aber spannend. Was ich dieses Jahr nämlich unbedingt beenden möchte, weil ich jetzt schon ein Jahr dran sitze, das ist eigentlich schlimm, eigentlich muss ich von vorne anfangen, ist Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Re. Ich bin bei Band 4 und das Problem ist, Tokyo Ghoul, da bin ich relativ schnell durchgekommen. Und bei Re ist es so, dass so viel Charaktere introduced werden. In den ersten 2, 3 Kapiteln so viel Text ist da drin. Ich habe einfach irgendwann, ich habe den Überblick verloren und ich hat keinen Bock, mir nebenbei Notizen zu machen und irgendwie dachte ich mir, pff, aber die Reihe steht in meinem Regal und da ich eigentlich nichts
dazu kaufen möchte, sondern erstmal hier drin alles lesen möchte, kleiner Spoiler auf die nächsten Sachen vielleicht, dachte ich mir, Tokyo Ghoul muss dieses Jahr eigentlich angegangen werden. Also ich würde auch gerne ein eigenes Video dazu machen, aber ich finde es eigentlich cool. Nur irgendwie, bei Re ist noch nicht der Punkt gekommen, wo es mich catcht. Vielleicht kann ein Tokyo Ghoul-Fan mir mal in den Kommentaren sagen, ab welchem Re-Band der Punkt kommen sollte, wo es mich catcht, damit ich irgendwie was habe, worauf ich hinarbeite, wisst ihr. Aber mal gucken. Was ich auch dieses Jahr machen möchte, das will ich nämlich schon Ewigkeiten machen, ist Jagan. Jagan ist eine Lizenz. Lazar hat das, glaube ich, durchgelesen vor kurzem. Der mochte es nicht so sehr, aber ich weiß nicht, ob er es durchgelesen hat oder nur die ersten paar Bände. Es ist vom Blue Lock Mangaka und mega, mega gut gezeichnet. Also die Story ist vom Blue Lock Mangaka, die Zeichnungen, glaube ich, nicht, oder? Ja, ich glaube, genau so ist es. Und das Konzept ist ziemlich cool. Also anscheinend scheint jeder das gleiche Problem wie bei Climber zu haben. Für Lazar so. Es ist, jeder Charakter ist ein Arschloch, keiner ist wirklich sympathisch. Aber ich finde das eigentlich ganz spannend. Menschen haben so Superkräfte, ein bisschen wie bei My Hero Academia, habe ich mir sagen lassen. Die kriegen dann so spezielle Kräfte, aber da ist halt viel Vergewaltigung, Mord, Totschlag. Also es ist der tiefste Abgrund der Menschen mit Superkräften. Und da habe ich Bock drauf, weil die soll super geil gezeichnet sein, die Reihe. Sich super schnell lesen lassen. Das gefällt mir einfach irgendwie. Das will ich dieses Jahr auf jeden Fall lesen, weil das Konzept ist ganz cool. Ich bin nur noch nie dazu gekommen, diesen Manga actually auszupacken. Aber ich habe alle Bände da. Das heißt, ich muss nicht finanziell investen oder so. Jagan wird dieses Jahr von mir gelesen. Dann eine kleine feine Sache, die wahrscheinlich niemand kennt, habe ich auf Instagram von Tori gekauft, weil sie hat sie verkauft. 8 Bände Lindberg. Und Lindberg wurde mir irgendwann mal empfohlen in den Kommentaren und ich dachte, was ist das? Und dann habe ich das gegoogelt und dieser Stil, keine Ahnung, wie das gezeichnet ist, ich finde den so süß. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Ich glaube, es geht um Fliegen und es erinnert mich aber irgendwie an Dragon Quest und JRPG-Vibes aus den 90ern. Und das ist auch, wie es aussieht. Und das sollte ein relativ schneller, entspannter Read sein. Ich kenne auch den Manga kann ich, aber es ist mega, mega gut gezeichnet. Also ich habe da schon mal reingeguckt. Das ist wirklich, es muss sich nicht verstecken. Und ich bin sehr gespannt. Das sollte ein schneller Read sein. Das will ich auf jeden Fall dieses Jahr lesen. Zwei Dinge haben wir noch vor uns. Eine ist das hier. Das wird in der Prio-Liste wahrscheinlich relativ weit hinten sein. Das ist der Fullmetal Alchemist Shuba. Jemand wollte auch, dass ich den Shuba mal zeige. Hier, der Shuba. Das war auch ein Vorschlag für ein Video, aber ganzes Video zu dem Shuba. Vielleicht, wenn ich eine Review mache. Ich kenne den Anime halt und ich kenne die Story immer noch sehr, sehr gut. Aber ich kenne den Manga nicht. Ich weiß actually nicht, gibt es denn wirklich zu Brotherhood Unterschiede zum Manga? Also gibt es welche, die ich vielleicht noch nicht kenne? Wie ist der Zeichenstil? Das kann ich alles gar nicht beurteilen. Aber, dass einer meiner liebsten Anime ist und ich den immer noch sehr, sehr gerne mag. Ich mag dieses ganze Thema, die Story um Hohenheim, um die Geschwister, um den Alchemismus an sich. Das ist ganz interessant. Das wird dieses Jahr noch gelesen. Und die letzte Reihe, seht ihr mal, da haben wir gar nicht so viel gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt die 8., die ich dieses Jahr noch lesen will. Die soll relativ schnell gehen. Die soll auch zügig kommen. Ich bin nur gerade nicht im Modus für diese Seinen-Sache. Vielleicht liegt es an meinem Dragon Ball Read. Ich bin gerade eher ein bisschen so im kindlicheren Shonen-Modus. Vielleicht stagnieren deswegen auch Sachen wie Real und Jagan und Tokyo Ghoul. Aber was ich dieses Jahr auf jeden Fall noch lesen möchte, ist Gantz. Weil Gantz hatte letztes Jahr das Problem, dass Band 7 und 8 eine Zeit lang vergriffen waren, die wurden danach gedruckt, also hatte man ein bisschen Panik, kriege ich die noch? Und dann habe ich mir die Reihe so schnell zusammengehortet und so schnell zusammengesucht, dass ich die innerhalb von einer Woche komplett gekauft habe und dann nie gelesen. Und Gantz ist aber so eine Sache, ich habe den Anime damals geschaut, ich habe eine Folge vorm Ende abgebrochen, also es hat 25, 26 Folgen habe ich abgebrochen, weil es mir so stumpf und dumm war. Aber der Anime ist ja auch ganz anders als der Manga und ich glaube, der Manga profitiert enorm von seinem Pacing, von seinen Zeichnungen, von seinem Format auch. Manga Kult hat den sehr cool rausgebracht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Gantz. Es hat auf jeden Fall ultra... Oh, sehr viel nackte Frauen. Oh, krass. Ah, ich glaube, ich gehe bald mal in Gantz rein. Ja, das... Jetzt bin ich überzeugt beim Durchblättern. Okay, sehr viel Fanservice, gefällt mir. Die Story interessiert mich. Ich erwarte jetzt halt nichts Deepes. Also ich erwarte jetzt nicht irgendwas, was mind-changing ist, aber ich erwarte ultra coole Zeichnungen, cooles Pacing und irgendwie einen Vibe. So, und das ist auch schon alles, was ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr zu lesen. Natürlich werde ich auch immer die neuen Bände von Homunculus lesen, wenn sie rauskommen. Von, keine Ahnung, Dandadan. Leviathan ist ja eine Carlsen-Lizenz, die rauskommt, die mich auch sehr krass interessiert. Vielleicht kommt ja Vagabond oder Real oder sowas dieses Jahr, ne? Da werde ich das bestimmt auch nochmal rereaden, weil auf dem Vagabond-Reread habe ich auch mega Bock. Aber das sind so die Sachen, hauptsächlich, die ich dieses Jahr lesen will. Ich glaube, gar nichts dabei, was neu rauskommt, oder? One Piece lese ich noch weekly, weil One Piece ist actually aktuell gut. Also immer noch nicht gut gezeichnet, aber die Story ist gerade wieder ganz gut. Also... Das sind so die Dinge, die ich halt wöchentlich lese. Und ansonsten gibt es nicht mehr so viel. Die ganzen Toriyama-Shorts, die meisten habe ich schon gelesen, habe ich gesagt. Ein paar Filme tatsächlich noch. Also die habe ich jetzt auch hier hinten stehen. Da kommen dann nochmal eigene Videos zu. Und ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Ich hoffe auch, ihr checkt mein Dragon Ball Super Video ab, wenn das kommt, weil das ist ein ganz cooles Format. Ich kann schon mal verraten, wir stellen uns der Frage, das habe ich ja schon gesagt, ist Dragon Ball Super wirklich so scheiße und verbinden das ein bisschen so mit dem Vibe, den wir damals beim Buchclub hatten, wenn das einer kennt. Ich bin aber alleine. Also ich glaube, es wird... Ganz cool. Vielleicht wird es auch total scheiße. Naja, wir werden sehen. Danke, dass du am Start warst. Mach's gerne, wenn die Leute hier vorbeilaufen und diesen Kanal monatlich mit 1,99 oder 4,99, wie sie möchten, unterstützen. Videos wie dieses teilweise eher kriegen. Und abonniert den Kanal, damit wir es schaffen, dieses Jahr noch 10.000 Abonnenten zu kriegen. Das wäre super cool. Und ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Ciao!
Lass mich doch in den Kommentaren wissen, was du dieses Jahr alles lesen willst. Bitte sag Manga, die nicht dieses Jahr rausgekommen sind oder neu sind. Das würde mich viel mehr interessieren. Und warum? Das ist tatsächlich eine Frage, die mich interessiert, weil vielleicht inspirierst du mich und dann liegen hier nicht nur 7 rein, sondern 80. Tschüss!